Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die eklatanten Unterschiede zwischen Strukturen und Klassen an. Das erste, auf das wir eingehen wollen, ist, dass Strukturen, wie diese Point-Struktur, die wir im letzten Video geschrieben haben, Vererbung nur sehr eingeschränkt unterstützen. Wir sehen hier, wir können zwar von Interfaces ableiten, beziehungsweise genauer gesagt diese implementieren, sonst geht es aber nicht, dass wir von anderen Klassen ableiten oder von anderen Strukturen. Das heißt, wir wissen ja, dass die primitiven Datentypen zum großen Teil Strukturen sind, wie wir hier eben sehen. Also eigentlich alle bis auf String und Object, das sind ja die sogenannten Referenztypen. Und Structs können nicht von anderen Structs ableiten, wie wir hier sehen. Das heißt, wenn wir eben versuchen, mal von Double abzuleiten, das geht nicht. Wir haben auch nicht die andere Möglichkeit, dass wir von Klassen ableiten. Auch das ist nicht möglich. Das Einzige, was wir eben machen können, ist in Structs Interfaces zu implementieren. Ähnlich wie bei Enumerationen oder Delegates ist es bei Structs eben auch so, dass der Compiler implizit setzt, von welchen Klassen wir ableiten. Das ist nämlich die Klasse ValueType. Die haben wir uns schon mal angeschaut im Zusammenhang mit Enumerationen. Da war ja die Vererbungshierarchie, dass ValueType direkt von Object ableitet und eben die Klasse Enum dann von ValueType. Das liegt daran, dass alles, was von ValueType ableitet, eben ein Wertetyp ist und damit immer genau da liegt, wo das entsprechende Feld, Variable, Parameter und so weiter liegt. Also bei Variablen und Parametern natürlich auf dem Stack. Oder wenn wir eben eine Struktur als Feld in einer Klasse einsetzen, dann haben wir natürlich den entsprechenden Wert auf dem Heap. Das schauen wir uns aber auch noch in einem späteren Video genauer an. Ja, was heißt es denn aber trotzdem nochmal, was Wertetyp statt Referenztyp? Wir haben eben immer eine Zuweisung per Call by Value. Das heißt, die komplexen Werte von Strukturen werden eben kopiert. Beispielsweise, wenn ich diesen Punkt als Parameter übergeben würde, dann würde für den Parameter eben auf dem Stack so viel Speicher angelegt, wie eben Point braucht, eben 2x64 Bit, weil wir hier Double verwenden für die Felder. Und dann würden die Werte von X und Y kopiert für den Parameter und eben dann bereitgestellt. Wir wissen auch, dass eben Wertetypen nicht null sein können. Null bedeutet in C-Sharp so viel, ich bin eine Referenz und zeige gerade auf kein Objekt im Heap. Das sagt eben null aus. Und wir haben eben die Möglichkeit, dass wir Points als Value Type oder als Object oder als ein Interface, das sie implementieren, eben referenzieren. Was dann eben auftritt, ist aber das sogenannte Boxing-Unboxing-Problem und das hat einen relativ großen Einfluss auf die Performance. Deswegen sollte man auch das vermeiden, wo es möglich ist. Das heißt, es ist nicht sinnvoll, diesen Point, wenn wir ihn erstellen, eben beispielsweise als Object oder als Equitable of Point, in diesem Fall hier eben, zu referenzieren. Der nächste Punkt ist, wir haben hier zwar einen Konstruktor, aber es ist nicht möglich, dass wir hier einen Standardkonstruktor schreiben. Das sehen wir hier schon eben an diesen roten Unterringelungen, dass hier der Compiler sagt, Vorsicht, es gibt keinen Standardkonstruktor in Strukturen. Warum das so ist, schauen wir uns noch etwas später an. Der nächste Punkt ist, man muss sämtliche Felder, die eine Struktur umfasst, als innerhalb eines Konstruktors definieren. Sonst haben wir hier nicht die Möglichkeit, dass wir diesen Konstruktor
so schreiben, dass es der Compiler annimmt. Wenn ich hier beispielsweise diese Zeile auskommentiere und y nicht setze, dann ist bei diesem Konstruktoraufruf eben y nicht initialisiert worden und wir sehen hier auch wieder, dass der Compiler in diesem Fall sagt, hier ist ein Fehler. Ja, diese rote Unterringelung, die kommt eben davon, weil ich y innerhalb dieses Konstruktors nicht gesetzt habe. Also wir merken uns, Strukturen, kein Standardkonstruktor und wir müssen innerhalb eines Konstruktors sämtliche Felder initialisieren. Der nächste Punkt ist, Strukturen unterstützen auch keine Destruktoren. Also wenn wir eben versuchen würden, hier einen Destruktor reinzuschreiben, auch das ist nicht möglich. Wir sehen auch hier, dass der Compiler eben wieder sagt, dass wir das nicht in einer Struktur einführen dürfen. Und der letzte Punkt ist, wenn wir eine Struktur, ich mache jetzt nochmal eine Beispielklasse extra dazu, wenn wir eben eine Struktur als read-only kennzeichnen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass ich in dieser Klasse einen private read-only points underscore point einsetze und ich setze diesen beispielsweise hier. Also Punkt 1 ist natürlich, ich brauche hier keinen Guard Clause, weil Strukturen ja nie null sein können. Sie sind ja keine Referenztypen, sondern Wertetypen. Das heißt, hier steht immer irgendwas Sinnvolles drin. Punkt 2 ist aber, wenn diese Struktur hier als read-only gekennzeichnet ist, dann ist es fast so ähnlich, als wäre sie konstant. Also wir können natürlich hier einen bestimmten Wert mit übergeben. Wir haben aber hier in anderen Methoden nicht die Möglichkeit, dass wir sagen, dass wir beispielsweise x erhöhen möchten um 2. Auch hier sagt der Compiler dann, nein, diese Struktur ist read-only, im Gegensatz zu Klassen, wo wir das eben machen könnten. Wenn ich hier eben sage, dass ich hier diese Point-Struktur zur Klasse mache, dann sehen wir, das ist hier in diesem Fall dann erlaubt. Ändere ich aber hier Point wieder zu einer Struktur, sehen wir, dass wir hier x nicht ändern dürfen. Das ist eben verboten in diesem Fall. Warum? Weil hier read-only steht. Nehme ich dieses read-only weg, geht's wieder. Das ist eben ein feiner Unterschied, der bei read-only-Feldern besteht, wenn wir eine Klasse haben oder eine Struktur. Brauchen wir aber auch eher in den wenigsten Fällen. Okay, das sind so die wichtigsten Unterschiede, die wir eben beachten müssen beim Einsatz. Und dadurch, dass wir eben sämtliche Felder hier initialisieren müssen, bevor wir diese Klasse einsetzen können, zumindest was hier den Konstruktor betrifft, und weil eben einem Punkt letztendlich egal ist, welche x- und y-Werte er hat, er soll ja bloß irgendwo in einem Koordinatensystem sozusagen liegen. Es ist aber vollkommen egal, ob das bei minus 15 Millionen ist und y-Wert wäre plus 5. Deswegen habe ich hier diese Felder public gemacht. Eigentlich ist das ja ein Verstoß gegen die Kapselung. Bei Strukturen kann man aber gegen dieses Datenhoheitsprinzip der Kapselung verstoßen. Meine Argumente hier waren jetzt eben, es ist mir vollkommen egal, welchen Double-Wert x und y genau haben. Die müssen halt irgendwas in einem Koordinatensystem sein. Und da sie auf jeden Fall initialisiert werden müssen innerhalb eines Konstruktors. Also ich kann nicht sagen, dass ich diesen Wert hier uninitialisiert lasse. Wenn ich hier oben eine Struktur einsetze, dann bin ich mir sicher, dass wenn meine Point-Struktur eingesetzt wird, dass hier auf jeden Fall von Start an ein valider Wert drin steckt und deswegen habe ich auch diese Felder gleich public gemacht, weil es im Prinzip kein Unterschied wäre, ob ich jetzt hier eben sage private
für beide Felder. Und dann erstelle ich mir hierzu eben eine read-only, write-only Eigenschaft. Und wir haben hier dann eben diese Sachen eingesetzt. Hier muss ich dann tatsächlich auch wieder underscore x schreiben, damit der Compiler erkennt, dass ich eben alle Felder setze. Und wir sehen auch hier dann eben, das würde keinen Unterschied machen letztendlich. Also wir haben hier keine Logik drin, die verhindert würde, dass dieser übergebene Wert auf x zugewiesen wird. Und deswegen kann ich mir auch diese Sachen sparen und stattdessen gleich eben die beiden Felder public machen. Der Punkt dahinter ist, dass Strukturen häufig auch eingesetzt werden, wenn es um Performance geht. Das werden wir uns aber in einem späteren Video genauer ansehen. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.